So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke Ei, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und mehr gibt es nichts zu sagen, weil es ist so, wie es ist. Morgen ist Raid-Boss-Wechsel, morgen startet ein neues Event, morgen kommen Katagami und Kagoron und die Raids. Ich werde wieder versuchen, einen Community-Raid mit Katagami zu machen. Ich muss gucken, dass ich einen Fan-Raid-Pass mir holen kann für Kagoron, weil der Habanero-Account, der hat ja nichts, der kriegt ja alles. Und jetzt wollen wir direkt starten, aber mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Denise, denn wir sind Glücksfreunde geworden, haben auch direkt getauscht, war wieder meine Luftnummer, deswegen gehen wir direkt weiter zum Old Hunter. Hätte ich gar nicht nehmen dürfen, das hat er mir nicht privat geschickt, aber man kennt ihn von früher und dass der überhaupt noch spielt, finde ich richtig genial, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Old Hunter 29, tauschen hat sich gelohnt, Flabebbe zur Ruhe. 100%, einmal Glück sogar dabei und alles durchs Tauschen und wahrscheinlich ohne Glückstausch einfach nur random. Old Hunter immer noch, das heute noch aus der Feldforschung, 100% Flamjau. Jetzt ist der Sea Day vorbei, aber das kann man ja aufheben für den Super Sea Day wieder Ende des Jahres. Wenn im Dezember wieder alle Dinger nochmal kommen, dann entwickeln, hat es auch die Sea Day Attacke, bis dahin noch ein paar Bonbons sammeln oder so. Old Hunter immer noch, Schleusing, ne? Damit ihr mal wisst, Hildburghausen, Schleusing. Hildburghausen hat kein McDonald's, Schleusing hat McDonald's, deswegen musste man da immerhin eine Raid-Tour machen. 100% Krypto, Sneeble. Das ist immer völlig random, das Ganze nicht mit einer Map irgendwie erschwindeln oder so. 100% Krypto, Pokémon sind auf jeden Fall genial. Wer ist so ein Schocker der Woche-Kandidat, aber das ist leider kein Einzelstück, denn wir haben noch ein paar andere hier, seht ihr dann. Aber dieses Pokémon feiern so viele Leute und das in Krypto und in 100% ist auf jeden Fall schon richtig genial. Drittes Getauschte, nochmal zur Ruhe, wieder in 100%. Dann haben wir hier Benjamin, mal wieder ein wildes Shiny zur Beerus. Mega Entwicklung, ist ja auch schon im Spiel. Bin ich aber mal gespannt, wann die zurückkommen, dass der Habanero die auch machen kann. Fokusstoß, Mewtwo im Duo mit Unlicht geschafft, mit Shiny belohnt worden. Hier musste ich notgedrungen Edelsteine benutzen. Seht ihr hier, guck mal, wie es Mewtwo guckt. Der Blick ist richtig genial. Kaputt gemacht im Duo mit Edelstein und dann Shiny rausbekommen in Dresden, Sachsen. Grüße an den Benjamin, dann feuerwehrfrei, ist auch Glücksfreund geworden. Auch getauscht. Habe ich aber nicht mit reingenommen, war eh schlecht. Ich suche momentan immer noch Ur-Palkia, das 100er, einfach so, weil ich ja das Dialga 100er bekommen habe, damit das Tag-Team voll ist. Hier zeigt sie uns auch noch, Krypto Mewtwo in Shiny hat sie mitgenommen, dann Anibani, das habe ich gesehen, abgescreen und dachte, das wird der Schocker der Woche. Krypto 100% und dann auch noch Quieke, eins meiner Lieblings-Pokémon. Was so genial, süß und gefährlich gleichzeitig aussieht wie diesen roten Schlitzäuglein jetzt. Aber dann habe ich ja gesehen, Old Hunter hat ja auch ein 100er Krypto und hat ja auch ein cooles Pokémon. Deswegen kann sowas nicht Schocker der Woche werden, weil wir ja mehrere solche Exemplare drin haben. Und ein 100er Krypto ist eben ein 100er Krypto. Da darf man auch nicht sagen, dass das eine krasser ist als das andere. Es geht mir immer um die Wahrscheinlichkeiten, sowas zu bekommen. Trotzdem, richtig cool. Hannover, Anibani, Grüße gehen raus. Kaiser Kai aus einem Mega Raid bekommen, nimmt man gerne mit. 100% Bisaflor aus dem Mega Raid, gleich wieder Mega entwickeln. Kaiser Kai erlöst es. 100%iges Mewtwo. Darfst du niemals erlösen, mach das nicht. Aber ihr wisst, dass jedes Krypto Mewtwo sogar krass ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, ein 100er zu kriegen, aus dem Schlechtesten, was du erlösen kannst, für Mega Mewtwo, dann kannst du das ruhig machen. Da braucht ja auch keiner reinreden. War vorher eins mit 14, 15, 15. Ach du meine Güte. Habe noch ein Krypto mit 15, 15, 14. Daher konnte ich es ja einfach erlösen. Hast du kein schlechteres gehabt? Eins mit 13, 14, 13 oder so. Würde ja auch ein 100er werden, bevor man ein 98er erlöst. Ich nehme alles zurück. Jetzt gibt's Dresche. So. Kaiser Kai, Feldforschung, Shiny zu Beerus. Skalück, Shiny, random in der Wildnis mit dem Go Plus gefangen.
Ich muss meinen GoPlus auch mal wieder anschalten. Hat mir noch gefehlt als Krypto-Shiny. Immer noch Mewtwo. Cutter hat noch gefehlt. Ist zwar nicht so nützlich, aber egal. Nimmt man mit 100%, würde ich verschicken. Random mit dem GoPlus gefangen beim Cutter Flecknoil hier. Mabula hat der Account zwar auch in Shiny bekommen, aber hatte C-Day. Daher lasse ich weg. Daher nochmal zwei Krypto-Shiny Mewtwo. Ab zum 1-2-3. Ich probiere es auch mal. Mein 50. Hando vorgestern erhalten ist ein Nidoran aus Riedberg, Nordrhein-Westfalen bei Team Blau. Grüße ab zum 1-2-3. Da geht's aber wieder ab. So, Jason. Für Raider Mittwoch bei mir zu Hause einfach mal gerade Boss Cliff besiegt und einfach ein Shiny bekommen. Einfach, endlich. So, Macholo Krypto Shiny mit Nebel, mit Lautstärke Button, das ist richtig cool. Patrick Kader, Tuska, Krypto, Shiny. Seit wann gibt's das denn da? Sieht auf jeden Fall lustig aus, nimmt man mit ab ins Tierheim und noch einer. Schon wieder Capo Falla, 100%, nimmst du mit. Andy Forbeck, Groudon, Krypto, 96%, 15 Angriff. Nimmst du mit. Alexander Ahringer, endlich mein zweites Shiny Skalück in Pokémon Go. Rest haben wir weggelassen. Kommt zu McMaggie. Capo Falla, Shiny. Inezeba, Shiny. Panflam erlöst, 100. Mewtwo, Krypto, 93er. 15 KP Wert, Niedersachsen. Bis denne, Shiny. Immer noch McMaggie und ihren 100er Ferkuli. Tangela in Shiny, Iskala in Shiny, aber beim Aluhut müsst ihr ja rumdrehen, das Handy, um es zu entwickeln. Ne? Dann nochmal hier Skalück, Shiny, Platentias. Die müsste eigentlich auch den Schocker der Woche haben, was die immer alles abreißt. Was ist da hier drin? Shiny, Tangela, Snubbull, Taubsi, Mangunior, Nidoran, Rettan, Pandir, Schuppet, Pummelluft, Zwirlicht. Alles Shiny. Gramurks, Schlupuk, Ineko, Charmian, Raupi, Felilu, Knackleon, Krypto, Shiny, Burmis, Galück, Zubiris, Shiny, Zapdos, Galazapdos, das war manche auch schon Schocker der Woche, 100er Bidiza, 100er Damirplex, 100er Krypto, Shellas, da seht ihr schon wieder ein 100%iges Krypto. Kann aber bei ihr nicht Schocker der Woche werden, kann auch bei den anderen nicht Schocker der Woche werden, denn es ist das dritte 100%ige Krypto hier drin und hier unten aber dann noch 100% Mikrik und Reislaus plus ein Shiny Krypto Mewtwo. Nicht meine Schuld, hab diesmal nicht so viel gezockt. Nicht so viel, dafür mehr Ausbeute. Das ist komplett richtig. Andy, das hat mich gefreut. Das ist nämlich typisch Andy, der mir damals seinen blauen Account mit seinem Handy überlassen hat. Also er hat mir eigentlich sein Handy verkauft, weil er irgendwie ein neues hatte und hat gefragt, ob ich noch ein zweites Handy brauche für Pokémon Go oder so. Dann hat er gesagt, ach weißt du, er hat ja eh keinen Bock mehr auf Pokémon Go, ich da kann seinen blauen Account auch gleich übernehmen. Das war der typisch Andy-Account, der blaue, den ihr jetzt mittlerweile unter dem Namen Samyang Bulldog kennt. Das war eigentlich der Account vom typisch Andy aus Suhl. Der hat wahrscheinlich jetzt wieder angefangen, deswegen wieder alles erreicht, denn Shiny Taubsi bekommen, irgendwie krass. Der war damals oft in Hiebe unterwegs. Dann immer, wenn er da war, haben wir mal zusammen Raid gemacht. Ein X-Raid, einen ersten X-Raid habe ich auch in Suhl mit ihm zusammen gemacht. Wo er gesagt hat, die anderen Leute haben immer keinen Bock auf ihn. Ich dachte, das kenne ich auch aus Hibu. Und dann haben sich die zwei Außenseiter zusammengetan. Und dann irgendwann hat er nicht mehr gespielt. Und dann habe ich seinen Account übernommen und sein Handy und alles andere. Und das war ewig lang dann immer mein Haupthandy. So, Cumulus. Cumulus aus der Welt voller Wunderübernahme Teil 2. Shiny Gladiandri. Hier nochmal Shiny Capo Falla mitgenommen. Shiny Skalück. Henry Herfurt, Henry Niki, Nummer 2 in der Sammlung, Shiny Zenlong, Nuller Evoli für die Sammlung, Yorklev Shiny, Skalück Shiny, Bandimos 100, endlich ein Zweivogel, wieder Zapdos, Grüße an Julchen, jetzt sind wir schon beim Lenz Hart angekommen. Oben steht nämlich, Julchen hat 8 Items aus deinem Geschenk gehalten, Grüße an Julchen, Shiny Iskala. Capo Falla, 100%. Danke Laura für die Einladung. Dann haben wir unbemerkt aus dem Ei Shiny Mauzi, Gala, noch ein Shiny. Capo Falla, Felilu, Shiny, geplust. Mewtwo, Krypto, Shiny. Unerwartet, Skalück, Shiny. Dusselgur, geplust, Shiny. XXL, Shiny. Lenzhardt, nein, Mewtwo, dann nochmal Capo Falla, Shiny, Lenzhardt, 100% Capo Falla Nummer 2.
Jetzt kannst du dich auch ab ins Tierheim nennen. Der hat auch zwei. Hier nochmal Laura zum Abschluss. Feuerwehr. Laura, also der kleine Account von ihr, müsste das sein. Auch mit dem Kryptoschein im Mewtwo. Baloo. Nochmal hier Gladiantri. Gefangen. Feldforschung. Shiny Gladiantri. Hier Krypto. Shiny Mewtwo. Formio. Shiny Ferkuli. Shiny. Durch einen Tausch 100% Skalyk bekommen. Das ist auch cool, wenn das so random durch den Tausch immer kommt. Wow, gerade mal 10 Minuten. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Adi Schatz mit seinem schwarzen Gummimund. Nein, das nicht, aber von Aluhut. Eigentlich wollte ich das Quiekel machen, das 100%ige Krypto-Quiekel, aber von der Sache her ist das irgendwie krasser. Nochmal, weil überhaupt ein 100er zu kriegen, überhaupt ein Shiny zu kriegen, aber dann die Kombination aus einem 100er Shiny, vor allem wenn es nicht wild sein kann, sondern einfach nur aus einer Quest, wo du ja mehrere Faktoren und kannst das nicht genau gezielt beeinflussen, ist das eigentlich ein Bild, was auch momentan passt. Denn am 1. April gab es ja die Pandia-Quests vermehrt, alle Formen da drin, und er hat hier ein 100% Shiny Pandia bekommen. Das ist für mich der Schocker der Woche. Du hast einen Tag im Prinzip Zeit gehabt, konntest dann Pandia-Quests machen, vielleicht 100% Shiny Pandia aus der Quest. Ich habe auf dem Main damals nie geschafft, ein 100er Pandir zu bekommen. Ich hatte alle Shiny-Varianten, aber kein 100er Shiny. Hätte ich gar nicht gewollt unbedingt, aber wäre auch cool gewesen. Aber ein 100er hätte mir gereicht. Kam nicht. Das waren die Highlights der Woche. Das war der Schocker der Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und am Freitag kommt Hannes. Das heißt, am Samstag könnten wir Krypto Entei vor Ort machen und ihr könnt mitmachen, wenn ihr vor Ort seid, und das seht ihr dann, und Sonntag ist ja schon wieder C-Day. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.